Caletto, du bist jetzt schon das dritte Mal mit der Fotoreiserei. Wie Ja. sind deine Erfahrungen gewesen bis jetzt? Ja, grundsätzlich muss man auch sagen, es sind die Destinationen sind einmal das Erste, was wirklich reizend ist. Also Venedig, Island, Marokko, das waren halt meine Stationen. Da muss man einfach als Fotograf einmal hin. Und in Verbindung mit dem Know-how und mit dem Umgang, dass die Workshop-Leiter mit den Teilnehmern an den Tag legen, ist das natürlich eine super Kombination. Man hat immer das Gefühl, man kann fragen, man kriegt die Top-Antworten. Es wird nicht irgendwie so verheimlicht, ja, ich mache das jetzt so, weil ich bin jetzt der Profi und dir verrate jetzt einen Teil nur von den Tricks, sondern du erfährst alles und es ist wirklich super. Ja, Sehr gut. Top-Stimmung. Also du hast da einiges gelernt und einiges mitnehmen können, Ja. neben dem, dass du viele schöne Plätze gesehen hast. Absolut. Also man hat ja theoretische Teile auch mit Lightroom-Sessions, wo man so ein bisschen so den technischen Hintergrund erfährt, wie kann man gescheit bearbeiten, aber auch, wie arbeite ich mit der Kamera, wie richte ich das ein, was muss ich beim Licht aufpassen und Bildschnitt und Vordergrund und so weiter. Das erfährt man alles und das ist wirklich super. Ja. Und denkst schon drüber nach, fährst wieder mal mit? Absolut, definitiv. Muss man schauen, wohin, aber einmal kriegt der Walter noch eine Chance von mir, oder kriegst du noch eine Chance von mir, dass ich dabei bin. Sehr gut, passt. Danke, Carletto.